Es war so geil, ich sah den so da im Eingang stehen, ne? Der stand so vor mir, schaut mich an. Ich dachte mir so, scheiße, Steve, da ist ein Spieler. Das habe ich aber erst gesagt, nachdem ich ihn 3 Sekunden oder so angeschaut habe. Und dann hat er so gemacht. Dann habe ich einfach auch mal so gemacht. War einfach mal gewackelt. Das war für ihn anscheinend das Zeichen, okay. Ja, ich war aber echt kurz davor, auf die linke Maustaste zu drücken, das muss ich ganz ehrlich sagen, ey. Ich meine, für uns beide hätte es sich gelohnt, ihn zu snacken, aber ich meine, wenn er freundlich ist, warum? Ja, wenn er freundlich ist, ist okay, also. Ja. Ja gut, aber ich meine, er hat uns wahrscheinlich schon reingehen sehen und die ganzen Zombies killen und alles. Ja. Außerdem habe ich ihn verarztet, ja. Der hat ja geblutet. Ja. Geblutet wie ein Schwein. Ich habe ihn ja verarztet auch, als er geblutet hat. Eine Bandage gekostet, die ich vom Zombie dann wieder bekommen habe. Ich würde sowieso nur einen Spieler töten, wenn er wirklich feindselig ist. Ja, das kann man halt vorher nicht genau. Ich habe ja vorher nie die Chance gehabt, mich zu wehren, weil ich ja nichts hatte. Ah, meine Statistik ist jetzt einfach mal zurückgesetzt worden. Ja. Meine Humanity ist bei 300. Zombies killed einen, Headshots 0, Murders 0. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil ich jetzt die Kleidung gewechselt habe. Kann das sein? Weiß ich nicht. Meine Humanity ist auf jeden Fall irgendwie bei 3932, so wie wir vorhin auch. Ich glaube, umso höher der Humanity-Wert, jetzt steigt er nämlich, jetzt ist er gerade auf 450 gestiegen, lustigerweise. Ich glaube, umso höher, desto besser, oder? Weiß ich nicht, bei mir ist der ja verdammt hoch. Aber ich glaube, wenn du es negativ hast, dann ist es relativ schlecht, weil das heißt ja dann, dass du relativ viele andere Spieler schon gekillt hast. So, hier geht genau, wir waren jetzt hier gerade, wo es hier nach oben ging. Wir gehen aber weiter Richtung Süden, genau. Moment, warte, bleib mal stehen. Ich glaube, wir sind nicht richtig. Wir gehen schon Richtung Süden, ich glaube, wir müssen aber... Ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir lang müssen, wenn wir jetzt hier... Warte mal. Auf die Map hier will ich jetzt nicht schauen. Richtung Süden gehen. Das heißt, wir sind... Ne, wir hätten rechts gehen müssen. Hast du die Straße da hoch, oder wie? Genau. Und die macht dann einen ziemlich rasanten Knick nach rechts. Okay. Und, da laufen wir dann einfach geradeaus mitten durch die Pampa. Also bei mir ist hier ein Wald eingezeichnet, aber ich bin mir da nie wirklich sicher. Wir wissen ja, dass bei denen immer ein Wald ist. Naja, drei Bäume und das war's dann. Deswegen, ja. So. Ja genau, lauf noch langsamer diesen scheiß Hügel hoch. Wir haben ja die Zeit. Ein epischer Sonnenuntergang. Jetzt frage ich mich, wo das ist, wo du gekillt wurdest. War das da vorne? Nee, das war schon in die Richtung. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es halt hier in der Umgebung. Da wurde der Steve gesnackt, während ich auf dem Klo war. Und er wurde auch noch ausgenommen. Also er hatte ja 3 Bloodbags dabei und die waren dann nicht mehr da, als ich in den Rucksack geschaut habe. Also war der auch relativ... Und ich lag ja nicht weit weg von ihm. Das ist ja das an der Sache. Ah ja. Das ist ja das Verworrene. Jetzt lauf doch halt... Oh. Ja gut, dann schleich halt den Berg hoch, meine Fresse. Spannung aufbauen. Müsste so eine epische Atomexplosion da hinter dem Hügel kommen. Und ja. Das wär's jetzt noch. Aber du hast eigentlich nie rausgefunden, warum es da in Tscherno mal gebrannt hat, ne? Nee, nicht wirklich. Oh, was ist da auf dem Weg? Ja, für eine Autoexplosion war das Feuer zu groß und zu heftig, also... Vielleicht kann man hier auch irgendwas anzünden, keine Ahnung. So. Wir sollten jetzt... Ach, ich schaue immer auf die Ingame-Map. Ja, wir laufen Richtung Westen. Und da sieht sie korrekt. So, ich bewege mich jetzt mal weiterhin im Schutz dieser Tannen hier. Wenn ich hier stehen bleibe, sieht man mich echt nicht. Das ist voll geil. Nee, also wenn ich jetzt... Von Weitem sieht man dich nicht und man läuft eiskalt an dir vorbei. Also... Ja, ich muss schon sagen, das Dragunov, dadurch, dass es halt auch diese Tarnung mit hat, das optimale Gewehr für die Kleidung. Ich
schauen wir auf jeden. Ein echt großzügiger Russe auf einem deutschen Server, wohl bemerkt. Ist doch ein deutscher Server, oder? Ja, ist ein deutscher Server. Ja. Deswegen, wie gesagt, vor allem, ich frage noch so Englisch oder German, eher so Russian. Ah, gut. Dann halt nicht. Ja, damit wollte ich eigentlich abchecken, was er bevorzugt spricht, aber ja, jetzt wissen wir es ja. Eigentlich spricht er bevorzugt Russisch, aber für uns ist er mal zum Teilzeit-Engländer geworden. So, jetzt bin ich gespannt. Die nächsten Spieler, die wir treffen, werden wahrscheinlich nicht mehr so freundlich sein. Ich schau mal schnell, wie viele Spieler wir drauf haben. Es sind schon ein bisschen mehr geworden, aber es ist immer noch so im Rahmen. Also ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber mehr als wie 20 sind es auf keinen Fall. Ja, muss ja nichts heißen. Also falls ihr übrigens was Falsches denkt, Leute, wir haben den Typ nicht engagiert, dass er mal die ganzen Sachen für uns sucht und herkommt und uns das gibt. Echt? Ach so, ja, nee, haben wir nicht gemacht. So, hier vorne treffen wir auf einer Hauptstraße, das ist so nicht geplant. Aber das ist die Straße, die nach... die ich gerade nicht auf meinem Schirm habe. Egal, wenn wir uns weiter in der Richtung hier halten, dann kommen wir auf jeden Fall nach Navy Sobor rein. Ich gehe aber auf der anderen Seite. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Nee, ich folge dir einfach mal. Ich fühle mich zwischen den Bäumen ein bisschen sicherer. Ah, Murzuli was killed. Nee, Leute, wir können den auch nicht engagiert haben, weil wir kennen gar nicht so viele Leute und wir haben auch gar keine Freunde außer uns selbst, also... Ja, jetzt mal abgesehen davon, das hätte uns Monate der Vorbereitung wahrscheinlich gekostet, weil bis der mal die ganze Ausrüstung zusammen hat. Ah, Stefan was killed. Aha. Also Stefan, falls du es gerade siehst, nix für ungut, ne, aber... Opfer! Nee, wir wissen ja nicht, wie du gestorben bist. Wahrscheinlich bist du über eine Türschwelle gekrochen und hast das Genick gebrochen. Ja, es kann in dem Spiel schon mal passieren, ne? Klohaus eingestürzt. Aber weißt du, woran ich gerade denken muss, Steve? Woran? Ja. Ich hätte es mir denken können. Ja, und das war eine Pepsi, glaube ich. Wir haben Konsum das Soda kennen. Nee, Coke war's. Aber egal. Coke ist auch gut. Oh, Schleichwerbung hier. Indirekt. Mehr oder weniger zumindest. So, jetzt brauche ich eigentlich meine Binoculars nicht mehr, weil jetzt habe ich ja hier das Visier. Willst du die dabei haben? Wenn du die mir überlässt, kann ich ab und zu mal reinglupschen. Ich kann sie mal in den Rucksack packen. Ich glaube, ich habe noch einen Platz frei im Backpack. Warte mal kurz. Ja, drei Plätze habe ich noch frei. Das heißt, Binoculars wandern mal in meinen Rucksack. Und da kannst du dir mal... Weil wie gesagt, ich kann jetzt mit dem Visier auch zielen. Das ist auch, hat auch relativ viel Zoom, zwar nicht so viel wie die Binoculars, aber auch ordentlich. Hab's. Genau, perfekt. Wenn wir dann noch eins finden, dann nehme ich das halt wieder. Aber jetzt mal, dass wir beide halt Weitsicht haben, Weitsicht genießen können. Weil es schon echt bitter, dass auf die Distanz das Gras nicht mehr gerendert wird. Jemand, der da jetzt rumläuft und meint, er liegt im hohen Gras, den kann ich hier abschlachten. Ja, das ist echt so, also... So, wir laufen noch Richtung Westen. Ja, wir laufen sogar Richtung Südwesten. Das ist auch korrekt. Diese korrekt. Hier läuft auch eine Hochspannungsleitung. Schau ich mal, ob ich die auf der Karte finde. Ja, die finde ich. Und die führt Richtung Navy Sobor. Das heißt, zu unserem Zielort. Okay. Jetzt bin ich schon so ein freundlicher Samurai, ne? So ein freundlicher Samariter und organisiere dem Steve so eine Camouflage-Kleidung und dann kommt so ein Typ und bringt mir so eine Gilly, oder wie man die auch ausspricht, Chili-Kleidung. Echt cool. Ja, meint das Schicksal ab und zu ist mal gut mit uns. Ja, wie gesagt, nach deinem Anfang da
Also da, wo ich mir deine ersten Parts angeschaut habe, ich wäre ja beinahe vom Glauben abgefallen, du ohne Scheiß. Also so viel Pech kann doch ein einzelner Mensch überhaupt nicht auf einmal haben. Ja, das habe ich mir im Nachhinein auch gedacht. Ja, das ist doch... Es ist so bitter, du kommst rein, es sind wirklich nicht viele Spieler auf dem Server und du triffst gleich mal da am Anfang, wo du diese Häuser gelootet hast, waren zwei unterwegs. Einer lief nur draußen wie ein aufgescheuchtes Huhn rum und der andere hat mit der Armbrust auf dich geschossen. Dann nochmal so ein Pech und dann kommt der nächste mit einer Armbrust. Und sieht genauso aus. Die haben alle so Taliban-Klamotten angehabt. Also bei mir zumindest. Ja, ja. Weil das bekommt man nämlich, wenn man, glaube ich, mehr als wie zwei Spieler getötet hat, dann kriegt man die automatisch verpasst und wird die auch nicht mehr los, bis man stirbt. Das heißt, man ist quasi gebrandmarkt. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden mit einer normalen Kleidung rumlaufen sehen, der hat im Zweifel noch gar keine Leute umgebracht. Und Danny was killed, ne? Also. Ja. Wir denken jetzt alle mal kurz an ihn. Ihr richtet jetzt mal für ihn eine Schweigeminute ein. Wir nicht. Da unten sehe ich eine Schweinezucht und ist es schon. Ist das schon. Das kann ja gar nicht sein. Sag das nicht. Irgendein Ort. Ich glaube, wir sind jetzt hier irgendwie abgedriftet, habe ich so das Gefühl. Wir sind jetzt hier in einem ganz anderen Ort wahrscheinlich rausgekommen. Naja, wir müssen mal das Ortsschild lesen, damit wissen wir es. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir da mal hin. Wie gesagt, wir laufen jetzt gerade Richtung Südwesten. Das ist ja eigentlich korrekt, aber jetzt gehen wir einfach mal hin, dann finden wir es ja raus. Ich mache wieder meine Umgebungsscan, aber... Ich hatte nur vorhin einen Punkt, aber es war wahrscheinlich ein Hase, weil ich in der Richtung nichts gesehen habe. Ah, die Viecher erschrecken mich auch immer wieder. Das sind ja so furchterregende Kreaturen. Ja, in dem Spiel können die schon einen Herzinfarkt auslösen. Ah, nee, da ist eine Kirche. Das ist, mein Freund, das ist Navy Sobor. Ja, perfekt. Wenn wir Pech haben, sind wir jetzt in Polana. Da gibt es nämlich auch eine Kirche laut Karte. Aber... Na, wenn ich jetzt genau geradeaus weiterlaufe, kommt das Ortsschild. Okay, wo siehst du das? 12 Uhr aus meiner Sicht. Wo bist du? Ich bin direkt hinter dir. So, naja, dann bist du hinten. Vor meinem Arsch. Ah, ich sehe es, warte. Ich zock mal... Ich kann es nicht richtig lesen, aber es sind auf jeden Fall zwei Wörter. Also wird schon... Kommen wir wahrscheinlich jetzt von... Ah, wir kommen von hier rein, da ist die Kirche. Ja, doch, nee, wir sind richtig. Keine Sorge, ich komme schon mit, ich habe gewartet. Bäh, was macht ihr denn jetzt? Sprintet da los, oh, das ist Sparta. Er will auch mal ein Held sein. Unverdient eine bessere Ausrüstung bekommen, ne? Wenn wir übrigens mal wechseln sollen, sagst du Bescheid, wenn du das mal tragen willst. Nein, ich werde auch noch ein hübsches Mädchen, keine Sorge. So wie du aussiehst, glaube ich, das eher weniger. Das Einzige, was an dir cool ist, ist deine Sonnenbrille. Ja, Mann. Das Crazy Swiss was killed. Der verrückte Schweizer. Ich habe keinen normalen getroffen, also sagt Bescheid, ne? So, ich sehe einen Punkt. Ja, links. Na, sind sogar mehrere. Wenn du genau hinschaust, sind mehrere. Es sind wahrscheinlich Zombies. Ja. Okay, na, wir müssen ja auch jetzt wieder spawnen, weil jetzt sind wir ja in einer Ortschaft angekommen. Ja, aber hier vorne sehe ich ein Haus und da drin sehe ich jemanden rumlaufen. Pistole zur Hand. Weil bis ich mit der SVD mal angelegt habe. Das ist nur ein Zombie. Ah. Warte auf den einen mal hier. Hat der mich oder dich? Er hat mich. Hier drin gibt es eine Brechstange. Hier gibt es eine Bandage. Ansonsten, nee, hier drin ist leider nicht viel Geiles. Was gibt's hier noch? Besuch, den töte ich aber mal. Der will nicht sterben, okay. Ah, soll es geben. Ich tue mir mal wieder eine Bandage ins Gepäck, ne? Brauchen wir ein Heatpack? Weiß ich nicht. Ich habe das nie gebraucht eigentlich. Nicht wirklich, ne? Hier gibt's noch eine Makarov-Magazin gibt's hier noch für deine. Ich habe genügend mit, glaube ich. Also. Obwohl, warte mal, ich kann's ja in die Tasche machen. Ja, also wie gesagt. Lup. Ah, da. So. So, unseren
unserem Gast. Ah ja, da liegt unser Gast. Oh, er hat Baked Beans dabei. Warte mal, die snacke ich mir doch gleich mal. Ist aber nett von ihm. Ich finde die Leute hier so sozial. Wenn sie sterben, vererben sie dir gleich so gute Sachen. Ja, ne? Das sind nette Leute hier. Ja. Uns genau den richtigen Urlaubsort ausgesucht, Steve. Oh, da ist noch ein Schuppen, den wir auch snacken können. Ah, da ist ein Brunnen. Da kann ich dann mal was trinken und meine Wasserflasche gleich wieder nachfüllen. Oh, hier gibt es auch ein bisschen Zeug. Schauen wir mal, was hier gibt. Ein M9-Magazin. Ui, das ist aber ganz selten, das Ding. Na, ich nehme es jetzt mal nicht mit, weil ich habe ja ein 1911er. Wo bist du, Steve? Ah, du. Ich krieche zum Brunnen. Du kriechst zu Kreuze. Hier ist eine Axt, aber ja. Ich leg mich auch mal hin, nicht, dass die mich sehen und dann auf dich losgehen. Dann glaube ich, werde ich mir beim Brunnen auch mal einen